Allora, ecco qui la zucca è tagliata. Den kürbis geschnitten. Ich hatte noch ein bisschen Butterkürbis im Kühlschrank und dann habe ich dazu hingefügt. Allora, avevo un resto di zucca, quella un po' burrosa, un po' più vittino, più chiara, e l'ho aggiunta perché l'altra era un po' più poca. Allora, adesso prendo il rosmarino, uno spicchio d'aglio. So, ein bisschen Rosmarin. Und eine Zehknoblauch. Und schneide ich jetzt alles in kleine Stücke. Ho messo l'olio di oliva in una padella. Ich habe etwas Olivenöl in die Pfanne gegeben. Und jetzt mache ich den Knoblauch und Rosmarin. Allora metto l'aglio e il rosmarino e lo faccio un po' rosolare. Und lasse ich den Rosmarin und Knoblauch etwas anbraten. Quando sentite che l'aglio incomincia a profumare, also wenn ihr riecht, dass der Knoblauch schon gut riecht, dann gibt ihr den Kürbis dazu. Allora, mettete la zucca. Un po' di sale, un bisschen salz. Un po' di pepe, un bisschen pfeffer. E girate bene, un schön mischen. Ecco qui, mettete il coperchio e fate cuocere. So, macht ihr den Deckel drauf und lasst euch köcheln, bis dass der Kürbis weich ist. Ab und zu ein bisschen mischen. Allora, lasciate cuocere affinché che la zucca diventa morbida e ogni tanto la girate. Sono passati 15 minuti e la zucca è cotta. Es sind 15 Minuten vorbei gegangen und der Kürbis ist weich. So, da werde ich einen Teil von der Kürbis in eine Schüssel geben und mit etwas Milch mixieren, weil ich eine Kürbis-Bechamel vorbereite. Allora, metto un pochettino della zucca in un contenitore e la frullo insieme al latte perché vado a fare una besciamella di zucca. Ecco qui, ho messo 3 cucchiai di zucca nel contenitore. So, ich habe 3 Löffel von den Kürbis hier reingemacht und jetzt gebe ich den Milch dazu. Und jetzt mixiere ich alles. Und jetzt mixiere ich alles. Adesso preparo la besciamella di zucca. So, jetzt vorbereite ich den Kürbis Besciamelle. So, ich habe jetzt das Butter hier in den Topf gegeben und zerlassen. Allora ho messo il burro. E lo sto facendo sciogliere. Adesso aggiungo
un po' di farina. Jetzt gebe ich das Mehl dazu. So, und dann gebe ich den Milch, das ich vorher vorbereitet habe, mit dem Kürbis gemixt. E metto il latte frullato insieme alla zucca. Poi metto un po' di noce moscata, bisschen muscat dazu. Un po' di parmigiano, un bisschen parmesanchese. So, und dann lasse ich jetzt ein bisschen köcheln. E la lascio adesso un po' cuocere, affinché che non diventa un po' cremoso. So, jetzt lasse ich ein bisschen köcheln, bis ein bisschen cremig wird. Und natürlich muss man ein bisschen auch abschmecken. Naturalmente dovete anche un pochettino provarla per vedere un po' il sapore. In questo caso aggiungerei ancora un po' di sale. Ecco qui. Allora, la besciamella è pronta. So, die besciamella ist fertig. Muss sie jetzt von den Feuer wegmachen. Allora, lo dovete togliere un pochettino dal fuoco, vedete? Eccola qui. Allora, ci vediamo al prossimo passo. Bis das nächste Schritt. Allora, la zucca è cotta, la besciamella di zucca è anche pronta. So, der Kürbis ist gekocht, die Kürbisbechamelle ist auch fertig. Und jetzt zeige ich euch wie das weitergeht. Mit der Lasagne. Allora, adesso vi faccio vedere come assemblo questa lasagna. E allora, prima che incomincio, vi devo spiegare un po' una cosa per i fogli di lasagna. Bevor das ich anfange, will ich euch was erklären. Also, die sind die Lasagne, das sie nicht vorkochen brauchen. Also, muss sehr, sehr dünn sein. Ansonsten, wenn ihr die dickere habt, müsst ihr erst ein bisschen Wasser einweichen und dann die Lasagne machen. Allora, poi se avete i fogli di lasagna, quelli un pochettino più spessi, naturalmente li dovete un po' bollire nell'acqua per un paio di minuti. Cominciamo. Allora, per prima cosa metto un po' di besciamella sotto. So, zum ersten mache ich etwas Bechamel unten. Dann mache ich die Lasagneblätter. Müsst ihr sehen, was für eine Form habt, müsst ihr ein bisschen die Ecke abmachen. Dovete vedere un pochettino che tipo di forma avete. Ecco, levare un pochettino gli angoli. Poi rimetto un pochettino di besciamella. Vado a mettere la zucca. Ecco qui, così a pezzettini. So, mamma che dice den Kürbis raus. Così. E poi metto un po' di parmigiano. Poi rimetto i fogli di lasagne sopra. Ecco qui. Poi rimetto la besciamella. So, da backe ich die Besciamelle wieder drauf. Ecco.
ecco qui. E dopo rimetto la zucca. So, da bacchetto di den Kürbis wieder drauf. Ecco qui, ho messo le ultime foglie di lasagna. So, ich habe die letzte Lasagneblätter drauf gemacht. Also, ich habe drei Stück gemacht. Allora, ho messo tre volte i fogli di lasagna. Dopo dipende dalla forma che avete. Also, natürlich ist hängt davon, was für eine Form ihr habt, ja? Ecco qui. Mettiamo un po' di parmigiano e adesso va in forno. So, una campisse parmesanchese und dann ab in den Ofen. Lasagne di zucca. So, here I see my Kürbis lasagne. Adesso le vado a provare. Vediamo come sono. So, jetzt probiere ich. Buonissime. Sono buone. Allora, in Italia mag ma so, sono buone. Allora, se vi sono piaciute queste lasagne, se vi è piaciuto questo video ricetta, mettetemi un mi piace sotto il mio video e condividetelo con i vostri amici e familiari. Also, wenn euch diese Rezept gefallen hat, diese Kürbis Lasagne, lasst mir euch einen Daumen hoch und vielleicht einen Kommentar unter das Video. Allora, vi saluto a tutti. Un bacio da Nadia. Noch ein Kuss von Nadia aus Italia. Ciao!